Willkommen zu einer neuen Folge Grid Autosport mit Cinnamon und Andy und mir. Und Sempro ist heute nicht da. Der spielt irgendwas anderes. Vielleicht bei dem kleinen Sempro. Ja. Man weiß es nicht. Man munkelt. Ja, wie dieses grüne Auto immer auffällt. Das sticht so aus der Masse heraus. Ups, ups. Ah. Oh, und schon wieder abbremsen. Ey, das kann doch nicht sein. So ein geiler Schwung. Nein. Boah, ist die Kurve geil gewesen. Junge, den kannst du in einen Film einbauen. Ja, ich hatte leider einen Dreher da an der Kurve. Oh, fuck, ey. Vielleicht wäre ich wenigstens noch Fünfter. Schaffe ich das ja noch. Mehr geht wohl nicht. Oh, doch nicht so, Alter, du doofes Auto. Ah, Dreck. Ohne Sempro so still hier, ne? Ja, Konzentration, Mann. Wenn Sempro sich konzentriert, muss er reden. Scheint ja recht eng da vorne zu sein. Ja, macht auch richtig Laune auf jeden Fall. Wenn Senfpro noch dabei wäre, ja, dann wäre bestimmt richtig geil. Oh, diese Kurve habe ich irgendwie. Und der Italiener kommt wieder, ey. Ich glaube, der braucht immer ein bisschen zum warm werden. Dahinter ist übrigens noch einer davon. Noch ein, ja, ist FIG. Ist leider nicht zu gebrauchen. Komm wieder ein bisschen ran. Okay, die letzten Kurvenkombinationen werden jetzt nochmal richtig witzig. Und gleich hören wir wieder einen schreien. Bin mir sicher. Ah, ich glaube nicht.
Warten wir ab. Das war knapp, Alter, aber leicht verschissen. Er wird nervös. Oh, da geht nichts mehr. Junge, 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 Alter. Ey, diese eine Kurve. Juhu. Diese eine Kurve, die ganz, ganz komisch anzufahren, diese Rechts-Haarnadelkurve. Alter Schwede, da kannst du richtig viel Geld liegen lassen. Richtig. Andy holt sich wieder Nutten irgendwo am Straßenrand. Also richtig viel Zeit liegen lassen. Boah, und dann wirst du blockiert, wirst du geschubst, verkackst in der Kurve. Na gut, am Ende ist noch alles gut gegangen. Aber ich glaube hier, EMS hat mich gerade noch wieder vorgelassen, nachdem ein Unfall hatte, stand er genau mitten auf meiner Bahn. Und bin voll drauf geknallt. Und dann ist er zur Seite gefahren. Na, Franzose disqualifiziert. Und dann sollen wir von euch, liebe Franzosen, einen anderen Blick haben. Ihr habt sie wohl nicht mal alle. Naja. Weiß ja nicht, ob das ein wirklicher Franzose ist. Wer macht sich denn freiwillig in eine französische Flagge? Also ich bin auch schon mal mit französischer Flagge hier gefahren. Ja, aber das hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Ja, kennst du bei ihm den Hintergrund? Ja, super, disqualifiziert. Ja, glaube ich nicht. Frankreich in Dreck ziehen. Mission erfüllt. Obwohl, ich habe die französischen Flaggen, Farben meiner Karre. Ich sollte aber lieber nicht so laut sein. Ist dein Auto nicht schwarz? Da sind wir wieder an der Algarve mit dem Ariel Futur V8 Atom. Also ich sag mal so, rein optisch sieht die Karre gar nicht mal so übel aus. Rein akustisch ist Andy mal wieder unterste Schublade. Oh Mann, ey. Guckt euch das Video einfach bei mir an, dann passt das schon. Wann denn? Wenn es mal wieder 4 Wochen später hochgeladen wird? Nee, ich hau alle Videos gleichzeitig raus und dann schwuppdiwupp läuft's. Huch! Hoppala! Na, wo kommt der denn her? Also wenn du selbst schaltest, kannst du hier bestimmt so viel Zeit gut machen. Wenn du selbst entscheiden kannst, in welchem Gang du in die Kurve rein willst oder so. Wie fährst du jetzt manuell oder was? Nee, aber ich kenne das nur von anderen Rennspielen, wie zum Beispiel Gran Turismo oder sowas. Da schaltest du einfach in den dritten Gang und dann kannst du smooth durchfahren. Weil das kann ja nicht sein, dass in der Race Day Challenge die Wagen vom Gegner so ruhig fahren. Ja, ja. Denke ich mir auch so, Alter, ey. Irgendwann musst du mal auf den Pinsel drücken, damit er mal vorwärts kommt. Da habe ich mir auch schon mal gedacht, die fahren extrem ruhig, die Ghost Cars. Und das ist auch egal, welchen du von den Top 20 nimmst oder sowas. Oder das wird vom Computer extra so gemacht oder kein Plan. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen interpoliert. Weil ich habe noch keinen Wagen irgendwie driften sehen oder so. Also man sieht auf jeden Fall, wenn die irgendwo gegenfahren. Das ist mit drin. Oder abkürzen. Ganz unauffällig. Zufällig auch in der Algarve. Das ist unglaublich, wie der Wagen im zweiten Gang schmiert. Da musst du ständig Angst haben, ey. Wow, wow. Was passiert? Boah, das ist einfach unglaublich, Mann. Weißt du, da konnte ich jetzt nicht mal was dafür, weil du vor mir vor die Straße gefahren warst. Diesmal konntest du nichts dafür. Ich konnte auch das eine Mal davor nichts dafür. Ob ich da hier driftet, Mann. Sent to Rich Quit? Ja, irgendwie war er eben noch neben mir, jetzt ist er wieder weg. Das finde ich auch immer geil, weißt du? Die machen dir das Leben zur Hölle.
Und dann quitschen die. Nee, hat er ja nicht, er war ja einfach neben mir. Er ist an mir vorbeigefahren. Ach so. War kurz vor mir, dann habe ich ihn wieder zurück überholt, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hatte. Nein! Dann war er weg. Ist unsichtbar gewesen. Was ist das für eine Kacke hier? Ja, snack dir ruhig mal im Windschatten. Genau. Was ich selbst aber spiele davon gar nichts. So, jetzt hole ich mir meine Windschatten wieder zurück. Was bist denn du so langsam, Andy? Die kannst du Vollgas fahren. Ja, mit Sicherheit, ey. Und ich hab in den Wagen null Vertrauen, weißt du das? Null, aber wirklich gar nichts. Gar nichts. Ich starte mal nachher meinen Rechner neu. Kann ja nicht sein. Und einfach mal überprüfen, was du im Internet noch im Hintergrund laufen hast. Oder aber dein Upload ist halt dicht. Also die vereinbarte Verbindung von der Gegenseite, dass du einfach keinen Upload bekommst, kann ja sein. Nein, ich abhürzen! Schwein gehabt, ey. Na gut, aber ein Atomrennen kommt ja noch. Ja? Bitte fahren Sie fort. Ja, das war schön knapp gerade. 11.000. Ja, ist so krass mit diesen Dingern. Erst kommt gar nichts. Pff, ist ja mit mal 30 km/h schneller als du. Und zieht an dir vorbei. Der Windschatten hier ist extrem krass. Merkst du schon ab 200, 220 km/h? Ja, weil dann ziehen die ja normalerweise nicht mehr. Dann geht das ja nur so bis 240 oder so. Und dann die mit Windschatten, 270 und tschüss. Ja. Aber hält sich lange an der Windschatten. Wenn du raus bist, verlierst du das alles wieder. Naja, klar, aber. Für den Moment reicht es halt zum Rankommen, überholen und zumindest gleiche Höhe halten oder ein Stück Vorsprung vielleicht sogar. Und gerade auf der Ziellinie kann das halt schon mal knapp werden. Ja. Schwierigkeitsbonus 1200, Schadenskosten 1200 minus. Hm. Hervorragend. Bis gleich. So, wir sind jetzt im dritten Rennen und Indianapolis wieder mit dem Ariel Futur. So, meine Karre für die Leute, die mich verstehen, haha. Ich hab die Karre jetzt mal ein bisschen straffer eingestellt. Mal gucken, ob das was wird. Da hat wohl einer den Start nicht mitbekommen gerade. Der Sabo. Danke. Stups vom Edelgas. Danke. Noch ein Stups vom Edelgas. Lol. Driftparty. Juhu. Nein, und ab. Abkürzer. Oh. What? Cheater. Hier wollen wir nicht aufs Gas treten. Naja, man kann auch so ein bisschen Gas geben. Das geht ja auch. Ich glaube, mit der Kiste wird wahrscheinlich Andy bessere Driftpunkte hinkriegen als mit dem Driftkahn. Das glaube ich allerdings auch. Schöner Drift, schöner Drift. Tschüss. Gib mir einen Windschatten, komm. Ja, er kommt nicht vorbei. Yes. Nope. Ah, verbremst. Wie Eddie bei mir einfach rumhüpft, Alter. Ja, kann sein, dass irgendwas bei mir nicht richtig ist. Nein, echt? Wie kommst du darauf? Hätten wir jetzt gar nicht vermutet. Ja, schießt innen vorbei, komischer Franzose, ist richtig.
ab. Also der lässt sich schon jetzt geiler fahren. Mal gucken, was jetzt Windschatten bringt. Jetzt haben wir mal eine lange Gerade. Ich habe vorhin geschafft, 274. Du kommst nicht vorbei, Andy, vergiss es. Keine Schnitte. Ich glaube, hier bin ich noch zu weit weg. LOL! Schade. Erinnert ihr euch noch an die Folge mit dem Hütchen? Ja. Bin ich gerade vorbeigefahren. Hatte Angst, dass ich mich weggedreht. Hast wieder eins gefunden, oder? Ja. Abgehoben, ey. Ja, andere spielen Autorennen, Andy spielt Hütchen. Boah, schöner Drift. Hat überhaupt keine Zeit gekostet oder so. Scheiße. Oh Mann. Wie soll man denn diese Karre bändigen, ey? Im zweiten Gang ist die Karre mega krass. Da kommt die meiste Power. Im zweiten auf dem dritten. Unglaublich. Wenn du da einlenkst, bist du, fliegst du ab. Und im dritten wird mal Top-Haftung, ne? Ja. Ja, trotzdem hat Eddie die Scheine gerundet, weil er das Windschatten gesnackt hat von mir. Was ein Kacknoob, ey. Ja, Ruhe, Windschatten-Snicker. Warst aber auch nicht gerade die Mod. Ja, du warst aber auch nicht besser, du hast von vorne und von hinten. Ein Rüssel ist jetzt orange. Hat sich gerade ein paar Donuts gedreht und hat mich versucht vom Gewinn abzuhalten. Ja, Jagger One ist auch wieder dabei. Ich glaube, das heißt Jäger One. Oder Jäger One, wie auch immer. Oh, Krypton ist ja richtig weit zurückgefallen, der war erst mal hinter mir. Hat ein bisschen was von meinem Schutzblech abgeknabbert am rechten Hinterrad, aber dann war er weg. So, wir machen ja erstmal Folgenende, oder? Ja, ja. Andy muss seine Internetverbindung, muss ein Lamm opfern oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Dann muss dein Hamster neues Trinken und Essen geben. Ja, oder den Hamster wieder aufladen, genau. Ja, eine neue Duracell hinten reindrücken, ey. Hält entscheidend länger und länger. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge mit vielleicht besserer Verbindung. Ciao. Ja. Tschö.